Da standen andere Sachen. Das war bestimmt, was da los ist. Das war bestimmt bessere Sachen. Bestimmt hast du einfach mehr ausgelassen. Au. Ich sehe auch die Hälfte der Zeit der Projektile nicht. Müssen wir eigentlich wegen diesen blinkenden Bomben eine Epilepsie warnen? Wir müssen, glaube ich, so oder so an diese Spinne Epilepsie warnen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Frag mich nicht. Nach rechts laufen. Und da war ein Panzer in dem Lieferwagen. Noch nie ein Panzer bestellt? Ja, aber da flog auch Kohle oder so raus. Ich finde die Bomben übrigens voll großartig. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Ich weiß nur, dass ich einfach jetzt nach rechts durchrenne und die Angriffstaste mashen werde. Bomb den Helikopter! Müssen wir die alle besiegen, oder? Ja, ich glaube, die müssen wir alle besiegen. Vermutlich. Ich muss aus dem... Get out. Please. Ich bin fett! Warum bin ich fett? Und warum platze ich so eklig? Ist das Platzen vielleicht ein Fetisch? Ich fürchte, nein. Aber wenn doch, würde ich das bist nicht voll sicher. Geil finden. Ja, man weiß nie. Wie war das noch? Every year on 4chan is basically one added fetish. Weißt du, mit Steve spreche ich in meinen Livestreams ja die komischsten Sachen an. Aber das ist so das eine Thema, bei dem wir beide gesagt haben, nee, das lassen wir. 4chan? Nee, Fetisch. Ach so. Weißt du, wir haben über alles geredet. So irgendwann um 2 Uhr in der Nacht. Oh ja, was ist denn so die Lieblings... was ist denn deine Lieblings-Porn-Zeit? Oh ja, das und das. Ah ja, ja, kenn ich. Hat eine gute Auswahl. Dann kam die Frage, was sind eure Lieblingsfetische? Oder was sind eure Fetische im Allgemeinen? So, und dann haben wir einfach beide gesagt, so, ja, das ist eine interessante Frage. Aber die werden wir nicht beantworten. Was? The fuck? Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich muss auch immer noch lachen. Ich habe ja so an meine Gesamtschul- bzw. Realschulzeit, wie auch immer du es nennen willst, so ein paar sehr schöne Erinnerungen. Ich werde das nie vergessen, wie wir uns in das Schulnetzwerk einloggen sollten. Und dann habt ihr das krass gehackt. Nee. Aber einer von uns, Maxi aus meiner Klasse, Maxi war auch so ein Spacken, er hatte sein Passwort nicht mehr. Und er wollte sich mit den Daten von Nico aus meiner Klasse einloggen. Das sagt mir alles was. Ja, pass auf, dann steht er da. Nico, ja, was ist nochmal dein Passwort? Und dann einfach quer durch den gesamten Raum. Hodenhochstand. Oh, ich hab den ultrasicken Laser auf Doomness. Ist der Mörderbeam. Hast du den ultrasicken Laser auf Doomness? Nee, aber jetzt du hab ich auch ihn nicht auch mehr. Nico war aber auch der größte Spacken von allen. Ich hab mal mit Maxi geskypt, weil wir StarCraft 2 gespielt haben. Und dann höre ich nur Nico im Hintergrund jammern. Dann habe ich ihn gefragt, was los ist. Und dann meinte Maxi, dass die mit Haarspray und Feuerzeug rumgespielt haben. Und dabei Nikos Augenbrauen versenkt haben. Was? Die haben seine Augenbrauen aus Versehen angezündet von Nico. Und dann höre ich nur irgendwie... Oh, continue. Ach, Manu. Und dann höre ich nur irgendwie ein paar Minuten später im Hintergrund, wie Nico da steht, ah, fuck, meine Augenbrauen. Und ich nur in meiner Genialität, welche Augenbrauen? Und er war hammer angepisst. Nico war einfach der größte Spacken. Er hat auch selber Schwarzpulver hergestellt und so. Wie? Keine Ahnung. Aber er war mega besessen von dem Kram. Hört sich spaßig an. Mit Nico war jeder Tag ein Erfolg. Ja, doch mal. Oh, soll das continue. Im Kunstunterricht. Maxi kam mal wieder zu spät, wollte sich neben Nico setzen. Nico schubste noch einmal volle Kanne von dem Stuhl runter. Da sitzt mein Pinguin. So völlig grundlos. Aber die Frage ist, saß da wirklich ein Pinguin? Ich fürchte leider nein. Schade. Oh Gott, wir werden... RIP. Nico war einfach der schlimmste Mensch. Aber es war immer lustig, auch wenn die Lehrer ihn gehasst haben wie Sau. Interessant finde ich auch die Geschichte, wie ein Kumpel von mir gesagt hat, dass er mit seinen beiden Freunden in einem Dreier geschlafen hat auf der Klassenfahrt. Das ist auch, Moment, was? Das ist auch was, womit wir ihn wenig aufziehen.
wir haben halt nach der Schule immer zusammen unten an der Bushaltestelle gewartet. Ja. Und er meinte, stand er da und meinte, er hat mit seinen beiden Freunden, ich werde jetzt keine Namen nennen, in einem Dreier geschlafen. Und ich und ein anderer Kumpel von uns schauen uns nur an, fangen Hammer an zu lachen. Und dann steht er da, also übereinander. Er meinte so ein Stockbett, wo halt drei Betten aufeinander waren. Ja, ja. Aber das war einfach so dumm. Das war super scheiße formuliert. Und das übereinander macht's auch nicht besser. Nein. Oh, ganz viele so eine Geschichten. Irgendwann erzähle ich auch mal die Geschichte, wie ich und mein Nachbar Katzen an die Wand geworfen haben. Das hört sich gut an. Alle im Internet werden euch lieben. Aber nicht heute. Ich möchte, dass die Leute dieses Video sehen und sich fragen, was meint er damit, dass er Katzen an die Wand geworfen hat? Ich stelle mir dieselbe Frage, what the fuck? Also es ist vermutlich nicht ganz so schlimm, wie du es dir vorstellst, aber es ist auch nicht ganz so harmlos, wie einige vielleicht denken. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Aktuell habe ich einfach nur im Kopf, wie er zu einer Mauer steht. Weißt du, wie Beavis und Butthead und drüber lacht. I'm throwing cats. Wie so eine Baseball gegen die Wand geworfen. Richtig. Und so schön war das nicht. Aber zu der Geschichte gibt es noch so eine sehr schöne Situation, in die ich mal geraten bin. Wir haben gerade übrigens einen Zug kaputt geschossen. Lass dir das bitte mal auf der Zunge zergehen. Du kannst gleich nochmal machen. Ich bin ja kein Partymensch, man vielleicht fast nicht glauben kann. Aber ehrlich? Es war eine Feier, wo halt die meisten Leute, die da waren, waren Klassenkameraden und so. Und dann war da aber so ein Mädchen, die kannte ich. Wie sollten wir das machen, ohne zu sterben? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war da eine, die kannte ich nicht. Und ich habe mich angefangen, mich mit ihr zu unterhalten. Und ich bin eigentlich immer der, der als erstes besoffen ist. Weil ich null Alkoholtoleranz habe. Okay. Auf jeden Fall, weil ich mich mit ihr unterhalten habe, habe ich nichts getrunken. Und dann kommt auf einmal mein völlig besoffener Kumpel vorbei, werft seinen Arm um meine Schulter. Erzähl dir mal von damals, als du die Katzen gegen die Wand geworfen hast. Und in dem Moment musste ich eine wichtige Entscheidung treffen. Entweder ich sag ihm, er soll aufhören, Scheiße zu labern, er ist völlig besoffen. Oder ich erzähl ihr die Wahrheit und hoffe, dass sie darüber lacht. Ich habe Option 2 gewählt und sie hat nicht darüber gelacht. Und dann hast du sie nie wieder gesehen. Das ist so... Was können wir hier machen? Warte mal. Da ist ein Zeiger nach unten. Was könnte das bedeuten? Keine Ahnung. Da oben leuchtet irgendwas. Was könnte das bedeuten? I don't get it. Ich auch nicht. Wieso kommen wir eigentlich von irgendwelchen Soldaten zu Wand? Wir waren bei Mumien. Dann waren wir im Zug. Im Tunnelschacht vom Zug. Und jetzt sind wir... Und wo zum Fick sind wir jetzt? In Left 4 Dead 2. Ja, Left 4 Dead. Irgendwie sowas. Warum sind hier noch mehr... I died it again. Oops, I died it again. 5 Euro, dass wir nochmal durch das Level zurück müssen, nur dass wir diesmal an der Decke kleben. Hey, guck mal, ich hab keine Bomben mehr. Hallo! Oh Gott, oh. Schaut so ein bisschen aus, als würdest du sagen so, hey, komm rüber, Mann! Ich bin eine Winkelkatze. Heavy Machine Gun. Wie viel Munition das scheiß Ding einfach frisst? Tschüss. Oh Gott. Ich melee mich hier einfach durch, fuck you. Am liebsten würde ich halt überall das Messer nehmen. Ich weiß. Okay, ich bin gestorben. Ich glaube, ich akzeptiere das jetzt einfach. Ich werde mich nie wieder darüber wundern. Ich sterbe, okay. Einfach hinnehmen. Jeder stirbt irgendwann. Ich mach die nur die Wurst da zweimal. Apropos, hier rollen wieder irgendwelche Granaten über den Boden. Rocket Launcher! Rocket Launcher! Rocket Laundry. Alter, wie viele Raketen frisst du? Ist halt hungrig. Ich merk's schon. Wie deine Mutter nach meinem Cock. Oh. Lel. Au. Hab ich dich weggememt.
Was hast du eigentlich gegen Memes? Memes sind schrecklich. Was ist das für eine Frage? So stellt man nicht. Aber Memes sind toll. Nein, was kann man nicht gegen Memes haben? Sie sind amüsant. Sie sind schrecklich. Sie sind der Cancer des Internets. Nein, das ist 4chan. Ich dachte, da waren wir uns einig. Ja, rate mal, wo die meisten Memes herkommen. Oh, Reddit. Shit, ich kann springen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mehr von Reddit kommen als von 4chan. Reddit gibt's aber auch erst seit 2 Minuten. Dann ist das allerdings eine sehr beeindruckende Statistik. 2 Minuten, Kalle. Oh shit, Oh, ich bin tot. 30 Raketen. Oh Gott, fuck. Ich wollte gerade sagen, hey, ich weiß, wie man den ausweicht. Ducken? Ducken. Sag mal, woran liegt das jetzt eigentlich? Ob ich... Hä, wieso habe ich eigentlich keine Leben? Ich bin immer nur von einem Hit kaputt. Ja, weil einige... Das kommt, also ich weiß, dass die Fahrzeuge mehrere Hits aushalten, aber du selber hältst nur einen aus. Aber ich habe ja selbst keine Leben. Ich habe ja keine gelbe Anzeige. Nein, weil du einfach mit einem Hit tot bist. Die gelbe Anzeige kommt nur, wenn du in einem Fahrzeug bist. Ah. Nee, ich versteh's nicht. Hat mich auch gewundert. Genau, fang die ab, solange du auch deine Invincibility Frames hast. Nicht so wie in Shantae, wo Invincibility Frames einfach nicht existent sind. Ich glaube, sie sind existent, nur halt nicht in... Hör auf. Ach nee, ich hab die bekommen, ne? Moment. Nur halt nicht gegen Stacheln. Easy Bossfight. Easy. Ich glaube, wir müssten einfach nur zählen, wie viele Continues wir hatten, um zu sehen, wie einfach der jetzt im Endeffekt war. No prisoner. Super Mission Warrior. 5. Oh yeah. Oh yeah. Oh, final Mission. Shit. Ich würde sagen, das Spiel ist ein bisschen kurz, aber wir spielen mit unendlich vielen Continues auf der mittleren Schwierigkeitsstufe. Das stimmt. Was glaubst du? Oh, wir dürfen nicht ins Wasser. Wir dürfen nicht ins Wasser. Ich bin ein Eisblock. Ich habe deine Frage übrigens gerade eben nicht verstanden. Meinst du? Ich habe sie selbst nicht verstanden und ich glaube, ich habe sie auch vergessen. Okay. Ich laufe einfach mal weiter. Ich bin immer noch ein Eisblock. Bist halt. Ein cool Motherfucker. Ich bin schon ziemlich... Verdammt. Einfach laufen. Laufen ist gut. Oder ertrinken. Ich finde ertrinken gut. Oh wow, ich bin einfach instant gestorben. Warum ist da ein alter Mann aus der Barrikade raus? Was? Achso, du meinst einen von den Geiseln. Ja, warum verstecken sich die Geiseln in diesem Ding hier? Das ist eigentlich voll brutal. Überleg dir mal, wir schießen das Ding die ganze Zeit an. Oh. So funktionieren Brücken. Da kann man bestimmt noch drauf laufen. Scheiß Realismus, ey. Ich geh wieder zurück zu Call of Duty. Ja, das wird mir zu real. Krieg ich ja gleich. Amoklaufgedanken. Au. Rip. Alter, wir können auf den Raketen läufst. Es ist so cool. Du hast einfach den Swag. Müssen wir hier unten links? Den Raketen. Wir müssen wahrscheinlich den letzten Typen noch kriegen. Ja. Jetzt müssen wir oben links. Springen. Fuck you. Hallo, Mr. T. Alter, was zur Hölle? Denk an deine Granaten. Der hält einfach 5 Millionen Hits aus. Deine Granaten füllen sich immer wieder auf, wenn du respawnst. Also, Spam! Oh, er verändert seine Farbe. Er wird einfach rot. Er wird einfach rot vor Wut. Er ist der Red Hulk. Den gibt es echt. Oh. Was? Was? Natürlich! Er ist so mächtig, er kann nur von einem Wal gefressen werden. Und selbst im Wal überlebt er. Naja, da hat seine Knochen ausgespuckt. Oder waren das die Knochen vom Wal? Er hat ihn von innen aufgeschlitzt, aber man hat nicht gesehen, wie er entkommen ist. Richtig. Damit es auch Yashin ominös bleibt. Enemy Chaser! Alter. Hä? Ja, ich bin tot.
Ich werfe einfach nur noch mit Granaten. Ich sterbe ja sowieso jede Sekunde. Wollte ich gerade sagen, die machen schön viel Schaden. Einfach. Ich glaube, das ist so eins dieser Spiele, die man nicht hinterfragen sollte. Nee. Ich glaube auch, das ist eins der Spiele, die man mit eingeschränkten Continues spielen sollte. Meinst du? Naja, wir können es ja bei Metal Slug 3 korrigieren. Hallo. Ich glaube, dann würden wir aber nicht durchkommen. Ja, brauchen wir halt ein bisschen länger. Spielen wir das erstmal auf 5 Minuten? Wie lange spielen wir? 5 Minuten? Vermutlich. Hilfe! Laser! Was ist... Was ist denn... Scarlet! Ja. Aliens! Aliens, die schießen und Laser. Schmelzen. Nicht mal was? Die Blubberblasen schießen was? Die geben dir den Blubber! Was hast du gerade bekommen? Ich habe keine Ahnung. Ach, die Balldinger. Die Balls! Nice. Ich habe Bälle. Ich wollte schon immer mal Bälle haben. Wie die Szene bei Psych. Kennst du die Serie? Nee. Der Typ gibt quasi vor, ein Medium zu sein und löst Polizeifälle. Ist eigentlich ganz lustig gemacht. Auf jeden Fall mag ihn halt einer von den Officers nicht. Und dann treffen die sich und dann fragt halt der Hauptcharakter den Officer, ob die Geld sammeln für ihren Polizeiball. Das ist halt auf Englisch, meint er nur, we don't have balls. Und dann so unangenehme Ruhe. Don't say anything. Ach, wir müssen die Dinger kaputt machen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Als ob irgendwas in diesem Spiel natürlich ist. Ja, offensichtlich. Noch nie einen Tentakel-Spawner gesehen. Die spawnen Tentakel. Doch schon, aber in einem anderen Medium. Ey, Hentai-Jokes, ey. Wie Machine Gun. Alter. Ich bin nicht davon überzeugt, dass man dieses Spiel ohne Unlimited Continues schaffen kann. Bin mir sicher, dass das irgendwie geht. Entweder ja, aber nur wenn du Japaner bist. Ziemlich reich. Also, du bist ziemlich reich, ja. Ja, irgendwer hat das bestimmt schon mal geschafft. Es gibt bestimmt No-Hit-Runs. Ich dachte jetzt, ich habe jetzt an die Arcade-Maschinen gedacht. An die was? Ach so. An die Arcades. Ja, gut. Ja, da muss irgendjemand bestimmt unendlich gut gewesen sein, der einfach fünf Stunden dran gesessen hat, um dieses Spiel durchzuspielen und kein einziges Mal getroffen wurde. Und dann dachte er sich am Ende des Tages, ja, da habe ich die Arcade-Maschine abgezockt. Nur ein Vierteldollar gezahlt. Hast du dir eigentlich mal den No-Hit-Run gegen Suns angeguckt? Ich will ihn nicht sehen, dann fühle ich mich wieder instant schlecht. Das ist absolut krank. Ich bin schon impressed genug, dass ich ihn auch irgendwie so geschafft habe. So mit den sickesten Healing-Items einfach. Ich werde das nicht vergessen, wie du einfach den ersten Try schon hättest schaffen können. Es war so schrecklich. Ich wusste nicht, wann. Verkackt. Es ist so kacke. Das Spiel hätte mir einfach sagen müssen, wann die letzte Phase kommt. Ja, aber darum geht's ja. Das Spiel wollte dich ja verarschen. Ja, und das hat's erfolgreich gemacht. Das macht mich fertig. Auch die eine Runde, wo du meintest, einen schaffe ich noch, wo du einfach nur noch 14 HP hattest. Wo du mega greedy warst. Und ich sitze da nur, das schafft er nicht. Nie im Leben. Und dann kommst du aber knapp durch und realisierst das selber. Ach ja. Aber ich bin sehr beeindruckt, dass du den Genocide Run geschafft hast. Hey, ich auch. Wie gesagt, ich habe echt nicht damit gerechnet. Ich dachte tatsächlich, dass ich beim ersten, dass ich die ersten 10 Stunden halt wirklich noch bei Undyne irgendwie bin. Vielleicht am Ende Undyne noch schaffe. Der Undyne-Fight ist aber auch mega asozial. Es ist so schrecklich. Vor allem, ich habe es im Nachhinein noch so angesehen und das ist halt einfach wirklich, die Musik ist like Toho, also genauso wie Bullet Hell. Der Kampf an sich ist einfach nur noch Bullet Hell. Ja. Das ist wie aus dem japanischen Bullet Hell einfach rausgenommen. Aber man muss schon sagen, dass das Kampfsystem echt klasse ist. Das stimmt. Ich glaube, hätte das Spiel so,
so ein typisches rundenbasiertes Kampfsystem gehabt, hätte ich das nicht gespielt. Ich hätte es wahrscheinlich gespielt, aber es macht schon einiges aus. Es ist schon super cool. Weil ich bin kein Fan von diesen rundenbasierten Kampfsystemen. Das Einzige, wo ich eine Ausnahme mache, ist Pokémon. Und das auch nur, weil es Pokémon ist. True. Hallo, oh mein Hitler. Gott, ist das der Endgegner? Ich meine... RIP Hitler. Obviously. Was sollte sonst hier passieren? Ich glaube, ich kann merken, wie ich dümmer werde. Jetzt erst. Mit jeder Sekunde. Sollen wir jetzt gehen. Warum befreien wir jetzt Hitler? Ich glaube, der ist schon RIP. Nee, die haben ihn hochgebiet. Einfach nur die sicken Aliens besiegen, glaube ich. Oh, RIP. Keine Sorge, meine mächtige Piste mit unendlich viel Munition schafft das. Weißt du, du hast die Technologie, unendlich viel Munition in ein Magazin zu stecken und benutzt das für eine fucking P90. Und warum ist da ein Huhn aus dem Alien gefallen? Es war vor allem schon gebraten. Ich glaube nicht, dass du das essen solltest. Ich glaube nicht, dass wir da unterstehen sollten. Können dir nicht vertrauen! Das ist bestimmt ein Alien-Huhn. Das verdauen wir nicht. Können wir den mit... Kann man da hochspringen? Nein. Ist das ein bisschen nee, aber wenn er runterkommt, dann kann man die oh Granaten abwerfen. RIP. Schnell, respawn. Respawn. Ah. Nein, nicht mehr von... Ich hab die Kugel für dich gefangen. So sehr liebe ich dich. Nein, tu es nicht. Nein, Johnny. Ah. Bin ich tot? Nein. Ich muss immer erstmal gucken, wer ich bin. Wer bin ich? Existential Crisis. Hitler? Kommst du an? Natürlich. Please come back, Hitler. Wie das aussieht. Oh, wir haben es geschafft. Nice. Das war jetzt einfach unnötig. Jetzt kommt der wahre Boss wahrscheinlich. Alaskanischer Stierwurm. Müssen wir jetzt gegen das Ding kämpfen oder werden wir jetzt raufgebeamt und haben dann noch ein Level im Raumschiff? Ein Space-Level wäre schon ultra sick, ich glaube schon. Nein. Oh shit. Aber was müssen wir jetzt machen? Keine Ahnung, aber die Soldaten sind jetzt auf unserer Seite, ganz offensichtlich. Ja, ich glaube, Aliens sind so das größere Übel. Meinst du, die Kommunisten und die Amerikaner könnten zusammenarbeiten, wenn die Aliens angreifen? Nee. Und ja, es gibt nur Kommunisten und Amerikaner. Sind die einzigen beiden Ideologien, die existieren. Ich will jetzt die ganze Zeit die Panzer und die Soldaten angreifen. Ich wollte die ganze Zeit Granaten werfen, aber... Alien, please die. Dieses Hurensohn-Alien. Ich verwechsel die ganze Zeit die Bombenknöpfe, das ist so schrecklich. Ja, das Button-Layout ist schon echt nicht gut. Wieso halten diese UFOs so viel aus? Es sind UFOs, was erwartest du? Hurensohn-UFOs. Wir wären so am Arsch ohne die Unlimited Continues, ne? Meinst du? Ja. Oh. Ich bin in einem Panzer. Du bist auf... Ey, guck mal, der Hadouken... Sklave ist wieder da. Er könnte ruhig mal nach oben Hadouken nennen. Ich stelle mich einfach in die Ecke und mash nach oben, in der Hoffnung, der Boss steht. Okay, das Ding ist kaputt. Jetzt rennt er weg. Keine Hadoukens mehr. Oh Gott. Heavy Machine Gun. Da liegt ein Heavy Machine Gun für dich. Oh, oh shit. Heavy
Oh no. Vielleicht sollten wir da weggehen. Nein, lass einfach mal zusehen. Schöne blinkende Lichter. No. Nee, oder? Nee. Ich frage mich, wie viele Leute die Anspielung verstehen. Vor allem, wie ultra dramatisch das einfach war. Ich frage mich, wie viele die Anspielung verstehen. Nee, komm, echt nicht. Da explodiert ja gar nicht, Todesstern. Wir haben Hitler gerettet. Oh. Oder auch nicht. Rippler. Mission complete. Mm. Das war... Yeah, mission all over. Das sind die vier Continues, die gebraucht haben. Natürlich habe ich mehr Continues. Warum ist dein Score 46.000 und meiner 200? Hattest du echt nur einen Score von 200? Das macht mich gerade voll fertig. Das ist schon, Also ich meine, ich wusste ja, dass du ein bisschen schlechter warst als ich, aber das... schon leichter Unterschied. Oh, kein Vorsprung. Macht mich traurig. Ja gut, das war lustig. Es war eine Erfahrung. Ich würde sowas niemals ohne Continue schaffen, glaube ich. Nein. Aber es war schon eine Erfahrung. Es ist passiert. Es ist passiert. It happened. Schön, dass da jemand als Enemy's Brain gecredited wurde. Nice. Executive Producer, ja. Mein Kopf. The future is now. Ja, sick. See you next mission. Sehr gut. Ja, das war... Das ist passiert. Das ist passiert. Wir können jetzt nie wieder darüber reden. Ich denke auch. Hey, immerhin bin ich auf Platz 37.665. Nice. Schon mal erfolgreich die anderen niemanden überholt. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ich weiß auch eigentlich nicht, was gute abschließende Worte sind. Ich gehe jetzt. Tschüss. Ich denke, gute abschließende Worte sind, Mission complete! Oh yeah! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht mit Metal Slug 3 oder so. Tschüss. Bis dahin.